Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich bin als Detective Tab unterwegs. Den jungen Mann... Ich dachte, da ist Herzschlag. Den sieht man relativ selten bei mir. Oh, ja, guten Morgen. Wir haben einen Geist. Okay, hat sich jemand anderen gekrallt. Den jungen Mann sieht man relativ selten bei mir. Ich spiele irgendwie nicht so gern mit ihm. Aber ich dachte mir, ich zeige ihn euch mal. Und das Erste, was ich tue, ist nämlich einen Toten zerstören. Ihr seht da ganz unten bei meinen Talenten ist ein Bild von Nancy. Das ist das Talent Innere Kraft. Das bedeutet... Sobald ich ein Totem zerstört habe, habe ich eine Heilung frei. Ich kann mich dann in einen Schrank stellen und werde geheilt. Dafür habe ich halt keine Selbstfürsorge dabei. Und ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, ich habe das schon mehrmals gesagt, ohne Selbstfürsorge geht bei mir eigentlich gar nichts. Deshalb habe ich mir das jetzt als Ersatz eingepackt. Und wir schauen mal, wie diese Runde läuft. Bisher habe ich nicht wirklich was gemacht. Es scheint nicht hierher zu kommen. Ich gehe mal retten. Denn ich habe auch mit Detective Tab. Wuhu! Die gelegene Zeit dabei. Das ist so nicht geplant. Und der hat den schlampigen Schlachter, glaube ich, dabei. Deswegen geht das Heilen hier gerade so langsam. Wenn er clever ist... Nein. Ich dachte, wenn er clever ist, kommt er mir jetzt hinterher. Okay, da ist noch jemand. Ich sehe da jemanden im Lagerhaus stehen. Aber die Person ist verletzt. Es könnte natürlich sein, dass der Geist sie hört. Er läuft da weg. Er läuft da noch rum. Claudia. Er ist doch da. Claudia, der Lenz ist da. Jetzt kann ich nicht zu David. Und ihn aufheben. Was? Was wollt ihr denn? Mensch. Er wird jetzt hierher kommen. Da ist er schon wieder. Er hört natürlich die Verletzten. Okay. Ich gehe hier durch. Muss ich heilen, David? Oh, sie... Die Claudia hat sich, glaube ich, selbst abgehakt. Kann das sein? Deswegen hat sie jetzt dort dieses... durchgestrichene Plus neben ihrem Avatar sozusagen. Ah, schlampiger Schlachter. Jetzt würde ich gern hier rein. Genau, David, sehr gut. Damit wir hier irgendwie vorwärts kommen. Ist natürlich jetzt schwierig. Der kommt aus, oder kann aus allen Richtungen kommen. Okay, wir sind schon zu zweit. Danke. Sieh, Claudette liegt wieder. Mist. Warum wird das hier nichts? Wird jetzt natürlich hierher kommen. Würde ich auch als Killer, wenn ich jetzt jemanden Aufgang habe und direkt daneben geht ein Generator an. Würde ich auch gucken nehmen. Ich kümmere mich mal um die Generatoren hier diese Runde. Sonst werden wir nie fertig, weil der Killer ist immer da, wo gerade abgehakt wird, wie man schon wieder sehen kann.
Manchmal kann man dem Killer aber auch keinen Vorwurf machen. Wenn ich jemanden aufhänge und ich sehe da jemanden schon direkt stehen, dann gehe ich auch nicht weg. Warum? Würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Und das ist immer so schwierig, wenn du gerade aufgehangen wirst und direkt abgefarmt. Der Killer ist noch nicht mal richtig weg. Das kann doch nichts werden. Centicate, glaube ich, zum zweiten Mal. Ich mag mich da eigentlich nicht einmischen in dieses Abfarmen, Umschlagen, Aufhängen. Aber ich müsste, ne? Weil ich habe noch gar nicht gehangen. Ich versuch's. Weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Nicht grabbeln! Nein! Er hat hier irgendwo gestanden. Ja. Das muss halt dann auch nicht sein. Mich hier dann in eine Ecke zu stellen und zu campen. Das Schlimme ist halt, als so, ich sehe noch seine Silhouette. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gut sieht. Aber wenn der Geist irgendwo still steht, du siehst ihn eigentlich nicht. Weil du siehst ja quasi nur diese Silhouette, wenn er sich bewegt. Das heißt, wenn er dann still steht, ist es sehr, sehr, sehr schwer, ihn zu sehen. Achso, ich muss ja in einen Schrank. Ich hab doch ganz vergessen, ich habe keine Selbstfürsorge. Ich brauch einen Schrank. Gib mir einen Schrank. So. Und jetzt sehen wir unten gleich, wie da dieser Balken abläuft. Das heißt, wenn das voll ist, dann bin ich geheilt. Und dann muss ich mir eigentlich erstmal ein neues Totem suchen. Um für die nächste... Verletzung gerüstet zu sein. Oh nein, Clydia! Du machst Spuren! Oh, Claudette! Denk doch mal mit! Läuft die dort verletzt rum? Macht Krach und... Oh, nee. Hilfe! Gebt mir gute Mates! Ein bisschen mitdenken. Läuft da. Daher. Nee, er geht wieder weg. Okay, dann ganz ehrlich. Ich heil mich. Das wird nichts mehr mit den Generatoren. Ja, jetzt... Sie ist tot. Sie wird dort hinten wahrscheinlich liegen, wo er hängt. Ja. Es wird nichts. Weißt du was? Ich hoffe, ich finde die Luke. Ach, Mann. Luke! Ich hab sie! Oh Gott, das war jetzt aber wirklich Glück. Aber das Spiel war doch wirklich schon zum Verlieren gemacht. Also... Ja, okay. Ich sag nichts dazu. Das war eigentlich keine schöne Runde. Aber die Mates sind auch ein bisschen selbst schuld. Immer dann da direkt rumzukriechen, wo jemand frisch aufgehangen wurde, das... Nee, Leute, macht das nicht. Das bringt niemandem was. Dann seid ihr verletzt, dann kommt man nicht mehr zum Generatoren machen, weil man wieder die Leute heilen muss und...
Es bringt nichts. Meiner Meinung nach. Ne? Jeder hat seine eigene Taktik. Ich kann das nicht nachvollziehen. Klar, wenn er neben mir aufgehangen wird und ich war schon dort, dann kann ich natürlich auch nichts ändern. Aber dann auf Krampf dorthin zu rennen, um schnell abzufahren, Leute, das bringt nichts. So. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns sehr, sehr, sehr gern in einer weiteren Folge Dead by Daylight wieder. Bis dahin, macht's gut!